Hier sind wir wieder. Seit langer, langer Zeit wieder da und seit langer, langer Zeit wieder on Tour. Und wir begrüßen euch herzlich zu diesem neuen Video und wir begrüßen euch hier in unserem nagelneu, brandneu ausgelieferten MAN TGS, unserem Expeditionsmobil. Lange Zeit haben wir darauf gewartet. Endlich, nach fast 4 Jahren, ist es soweit. Wir haben ihn am Montag diese Woche in Empfang genommen. Und wir sind unheimlich glücklich, sind darin jetzt unterwegs, sind nervös, weil es viele neue Aufgaben sind, aber wir werden sie alle meistern. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Frankfurt, weil wir neue Felgen bekommen. Der Bernhard hat sich Bedlock-Felgen auf unseren MAN gewünscht. Und diesen Wunsch wollen wir ihm erfüllen. Ja, und wir sind jetzt auf der ersten Reise unterwegs und wollen euch mitnehmen in diesem Video. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Es ist kaum zu glauben. Kaum sind wir wieder unterwegs, passieren wieder die tollsten Sachen. Wir stehen ja jetzt hier in Dietzenbach bei Korinthreifen in der Halle und unter uns werden gerade unsere Bedlock-Felgen montiert. Und dann dachten wir so, ja, okay, wir müssen ein bisschen was einkaufen. Und dann sagte uns der Mechaniker, ja, wir sollen da vorgehen, da wäre ein schöner Markt. Und dann gehen wir da vor. Und was soll ich sagen? Es ist eigentlich einer der besten Fischmärkte, die ich in Deutschland seit langem gesehen habe. Unglaublich, wir kommen da rein. Eine Riesentheke mit diesen Rosé-Gambas, die wir sogar essen. Dann Austern, Thunfisch-Tatar, Lachs, ganze Fische. So lecker, eine Auswahl, frisch, also man könnte es sich schöner gar nicht malen. Und Fleisch in der nächsten Abteilung, Wagyu-Steaks, solche Dinger. Also ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der Bernhard soll es euch bitte unten einblenden. Und wenn ihr um Frankfurt rum wohnt, macht mal einen Trip hierher. Der Laden ist unglaublich, ist so ein bisschen im Industriegebiet, man denkt, das kann gar nicht sein. Aber es ist wirklich wahnsinnig toll. Ja, und dann braucht man noch einen Salat. Wir haben jetzt noch nicht so viel dabei. Ist noch alles ein bisschen provisorisch bei uns hier, ne? Und direkt gegenüber ist so ein richtig eingesessener türkischer Gemüse- und Obstmarkt. Und genau das Gleiche. Super freundlich. Die frischesten Sachen. Brunnengrässe, wo ich sonst auch irgendwie nie finde. Und so tolles Gemüse. Also, ich glaube, es ist so, das Glück ist uns hold. Wir sind wieder unterwegs und deswegen finden wir wieder schöne Märkte. Und jetzt essen wir unsere leckeren Rosé-Gambas und lassen unsere Reifen montieren.
haben eingeparkt und was haben wir für einen wundervollen, traumhaften Ausblick. Unser erster richtiger Freistellplatz, weil die Nacht gestern zähle ich nicht. Es war so ein bisschen im Industriegebiet. Aber wir hatten heute einen Tag bei Korinthreifen und wir haben nagelneue, wunderschöne Felgen auf den Reifen. Der Bernhard platzt vor Stolz, die wollte unbedingt, jetzt hat er sie. Und im Sand werden wir uns dann wahrscheinlich auch mal darüber öfters freuen. Ja, dann haben wir uns einen Platz ausgesucht, wir wollten nicht mehr lang fahren, weil wir den ganzen Tag bei Korinthreifen waren. Haben wir gesagt, okay, wir brauchen nur noch so ein halbes Stündchen fahren und dann würden wir gern ankommen. Wir haben eingekauft, ich möchte lecker was kochen. Dann haben wir uns jetzt hier an einem Waldparkplatz was ausgesucht. Da haben wir uns so einen Feldweg reingeschoben. Auch kein Verbotsschild gewesen. Hier stehen auch sonst andere Camper. Und wir haben uns mit 3 Zügen, ich bin sehr stolz auf meinen Mann, wirklich mit 3 Zügen haben wir gewendet und haben dann hier rückwärts eingeparkt, also seitlich. Ja, und jetzt stehen wir wunderbar und schauen noch ein bisschen zu unserer Panoramaklappe raus. Ich mache jetzt gleich was Leckeres zum Essen von dem Fisch, den wir heute Nachmittag in dem Fischgeschäft gekauft haben, das bei Korinthreifen um die Ecke war. Und dann werden wir den Abend ausklingen lassen und mit einem Gläschen Wein auf unser neues Leben im Goldmann anstoßen. See the moon side by side and through no limit to what we can do. Ich schäle meine letzte Kartoffel. Ich bin schon fast fertig mit der Hausarbeit und bereite unser Essen vor. Wir haben ja heute in dem Markt bei Korinthreifen, dem Fischmarkt. Ich glaube, der Bernhard hat da was aufgenommen und blendet euch das ein. Das war so toll, also wirklich Wahnsinn. Und da haben wir diesen Heilbutt gekauft. Heilbutt bekommt man ja jetzt auch nicht immer. Und der ist wirklich so toll. Und den haben wir jetzt in Stücke geschnitten und die Kartoffeln sind geschält. Und ich mache uns jetzt ein Butter-Zitronensüßchen dazu. Und dann gibt es einen grünen Salat. Und dann werde ich das erste Mal in unserer neuen Küche richtig kochen. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es klappt dann auch alles. Wir fühlen uns so wohl und wir wollten jetzt auch nicht irgendwo in ein Restaurant gehen. Wir wollten einfach hier zu Hause, in unserem neuen Zuhause essen und das genießen. Das Einparken hat hervorragend funktioniert. Und jetzt wird bei Ausblick gekocht und gegessen. Unser leckerer Fisch in Zitronensoße ist fertig. Und wir genießen jetzt mit diesem herrlichen Ausblick hier ins Grüne unseren Fisch mit den Kartoffeln und dem Salat, was wir heute alles in Dietzenbach eingekauft haben. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Es ist unser erstes Abendessen zu zweit, alleine mit Ausblick beim Freistehen im Goldmann. Ja, und danach, glaube ich, machen wir gar nicht mehr viel. Wir sind ziemlich müde. War irgendwie doch anstrengend. Overlanding oder Reisen macht dann doch wieder müde. Ja, und morgen früh fahren wir dann weiter. Ganz langsam Richtung Tuttlingen, wo wir dann am Montag einen Termin haben. Hinter mir sind die Kühe in einem fantastischen Sonnenuntergang. Und ich bin jetzt noch kurz mit den Hunden unterwegs. Und damit endet dieser wunderschöne Tag mit den tollen Alufelgen auf unseren Goldmann. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any.
einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag und wir sind schon relativ früh wieder auf der Autobahn unterwegs Richtung Süden. Denn wir müssen Montag, Dienstag, Mittwoch in Tuttlingen bei Klartrack sein. Das ist eine M1-Vertretung und wir bekommen dort weitere Optimierungen für unseren Goldmann. Wir fahren aber nicht komplett bis Tuttlingen durch, sondern wir fahren nach Bensheim, sind dort auf einem Stellplatz, mehr oder weniger in der Stadtmitte, denn wir müssen noch dringend Sachen einkaufen und besorgen, die wir beim Beladen vorgestern vergessen haben, um dann morgen weiter Richtung Tuttlingen zu fahren. Jetzt in Bensheim. Das ist bei Heilbronn und ist ein super süßes kleines Städtchen. Und sie haben einen ganz tollen Wohnmobilstellplatz und ich sag's euch, für jede Art und Größe von Mobil zugänglich. Wir haben da schön angeparkt, das ist so am Waldrand echt nett. Ja, und dann geht man so kurz und knackig einen Berg hoch und ist in der Altstadt hier. Und das ist echt süß. Und das gucken wir uns jetzt an und ihr wisst, wir suchen was zu essen. Sinn von seinem Leben kapiert. Prost, 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 zum Wohl! Was wir die letzten Tage gemacht haben. Ich finde auch, wir haben uns ganz tapfer geschlagen. Wir haben unseren ersten Freistellplatz gefunden, haben super eingeparkt. Nach wie vor ist Essen unsere große Leidenschaft. Da hat sich in den letzten anderthalb Jahren nichts geändert. Wer schon länger dabei ist, der weiß, wie designverliebt wir sind und speziell, wie viel Wert ich auf die Designs lege. Das hat sich hier im MAN natürlich auch wieder durchgezogen. Wir haben hier in unserem Koffer viele Sachen verbaut, die so im Overlanding-Bereich oder im Expeditionsmobilbereich und im Mobilbereich nicht üblich sind. Zum Beispiel Zebrano-Holz. Das ist ein ganz spezielles Holz mit einer ganz warmen, ja fast honigfarbenen Maserung. Und es gibt diesem ganzen Raum, finde ich, ein unheimlich warmes Nachhausekommen-Gefühl. Und das ist uns eben wichtig, dass egal wo wir stehen, und ihr wisst, die schon länger dabei sind, wir stehen einfach überall, dass wenn man dann nach Hause kommt, wenn man auch irgendwo auf dem Markt Ziegenköpfe gegessen hat, trotzdem hier hereinkommen kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich zu Hause, das sind meine 15 Quadratmeter Wohlfühlzone. Da gehört eben dieses exotische Holz, unsere extra angefertigte Pelzdecke. Schöne Grüße an Herrn Mersmann aus Münster. Wir lieben sie. Auch dieses Bodena-farbene Leder. Es sind alles so Sachen. Hochglanz
ist nicht unbedingt das, was der normale Overlander verbauen möchte. Die meisten haben halt dann doch eher matt und auch nicht dieses Creme, das nennt sich Kaschmircreme, sondern weiß einfach. Das möchte ich alles nicht. Es hat ja auch ein paar Diskussionen gegeben, aber am Ende sind wir alle super glücklich mit dem Ergebnis und ich muss wirklich sagen, ich würde nichts ändern und ich würde immer und immer und immer wieder das Vertrauen zu Orangework bringen, weil da wurden wir wirklich mehr als gut beraten. Ein besonderes Highlight möchte ich euch noch zeigen. Ich will nicht zu viel verraten. Wir machen noch ein paar Videos und auch noch sehr ausführliche, aber eins unserer Lieblingsspielzeuge ist diese Schublade. Wer uns auf Instagram folgt, hat sie vielleicht schon gesehen. Wir haben uns tolles Besteck gekauft, dieses Besteck speziell einlegen lassen. Und dann gibt es hier noch so eine Art Geheimfach, sag ich. Und da kann man ausziehen und die zweite Schublade kommt zum Vorschein. Und das sind unsere Damaststahlmesser, die wir hier haben einlegen lassen. Und die werden magnetisch gehalten. Also das sind magnetische Halterungen. Und man legt die rein und die werden regelrecht angesaugt. Und da freue ich mich zu kochen, egal wo wir auf der Welt stehen. Ich kann Fisch zerlegen, Fleisch zerlegen, Lamm. Das wird mit Sicherheit lecker und wir werden die ein oder andere schöne Party draußen und drin feiern. Ja, und ich hoffe, ihr begleitet uns, Bernhard und mich und die Hunde, denen geht es beiden soweit gut. Ja, reist mit uns mit. Wir werden jetzt wieder regelmäßig Videos machen. Es gibt viele Pläne. Wir werden euch nach und nach den einen oder anderen verraten. Vielleicht sehen wir uns auch auf der Abenteuer Allrad. Da würden wir uns freuen. Da sind wir da mit unserem Wohnmobil und würden euch natürlich gern begrüßen. Und bis dahin sage ich Tschüss. Genießt die Zeit, liked das Video, bleibt dabei und hoffentlich bis bald.